Marco, K2 stellt seit über 50 Jahren Skier her. Genau. Jetzt sind wir bei dem Modell angelangt. Was kann das? Hier haben wir die Iconic, den Iconic 84 Ti aus unserer Iconic-Serie. Die Serie gibt es ja schon länger. Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir einen komplett neuen Aufbau. Also der ist komplett neu geshaped. Letztes Jahr war die Spitze ein bisschen spitzer. Jetzt ein bisschen breiter, wodurch er natürlich auch aggressiver wird und auch immer mehr ein bisschen Richtung Piste geht. Wir haben hier ein paar Carbon-Applikationen, was ihn natürlich auch die Sportlichkeit noch ein bisschen unterstreicht. Und eigentlich das Allerwichtigste vom neuen Ski ist unsere Exoconic Technology, was nichts anderes bedeutet, als dass wir vor und hinter der Bindung bzw. auch drunter einfach ein bisschen mehr Torsionssteifigkeit haben, was den Ski steifer und auf alle Fälle stabil auf der Piste macht. Was unterscheidet euch mit den Skiern von der Konkurrenz? Wir sind einfach komplett anders zur Konkurrenz. Wir haben nicht die klassischen Racer wie die Konkurrenz, sondern wir sind vor allem im All-Mountain-Bereich bzw. im Allround-Bereich sehr aktiv und ich denke, dass wir mit der Palette vom Iconic ziemlich durchstarten werden. Was muss jetzt ich für den Ski ausgeben, dass ich auch durchstarten kann? Der Ski liegt bei 849,95 Euro und ich denke, weil wir eine sehr coole neue Technologie drin verbaut haben, liegen wir da sehr gut im Preis-Leistungs-Verhältnis und ich denke, der wird einschlagen. Aber mit Bindung dann? Selbstverständlich mit Bindung. Okay. Jetzt brauche ich aber noch die passenden Schuhe dazu. Richtig. Da wären die geeignet wahrscheinlich. Selbstverständlich. Hier haben wir den neuen Spine 130. Die Spine-Serie gibt es auch schon länger bei uns im Sortiment, wurde jetzt aber komplett neu aufgebaut. Vor allem im Innenschuh hat sich einiges getan. Da habe ich natürlich auch den Innenschuh da. Hier sieht man die neue Technologie eben, die verbaut ist. Hier haben wir diese neue Wölbung im Innenschuh auf der Innen- und Außenseite, was bedeutet, dass ich einen verbesserten Halt habe. Es ist bequemer zum einen für die Knöchel, trotzdem bleibt der Fersenhalt erhalten bzw. wird dadurch sogar verbessert. Wir haben hier einen Intuition-Innenschuh, was nichts anderes bedeutet, als dass der Innenschuh erwärmt werden kann und komplett an den Fuß angepasst werden kann. Das Material, das hier verbaut ist, ist erstens eines der dichtesten Materialien, was den Isolationswert natürlich hochtreibt und nichts anderes bedeutet, als dass du den ganzen Tag schöne warme Füße hast. Zum Zweiten eben komplett anpassbar. Wenn ich den warm mache, den Innenschuh, dann schwillt er um bis zu 50% an, was wiederum bessere Performance auf der Piste liefert. Jeder vernünftige Skifahrer braucht einen Helm. Genau, sind wir auch gleich hier bei unserem Diversion-Helm. Unser Top-Helm eigentlich mit Top-Performance hat integrierte Lautsprecher mit drin. Und okay. Hier natürlich vorne und hinten die Belüftung. Mhm. Wo wir gewährleisten können, dass der Skifahrer wirklich den ganzen Tag über einen kühlen Kopf bewahrt, egal ob es jetzt 15 Grad am Gletscher hat oder wenn es eben mal kälter werden sollte, dann machen wir zu und haben trotzdem einen schönen isolierten, geschlossenen Helm. Ich überschlage jetzt mal Skier, Skischuhe, Helm, Brille liege ich bei 1600, 1700 Euro wahrscheinlich. So Roundabouts liegen wir bei dem Preis, ja. Was muss ein moderner Skistock momentan eigentlich so alles haben? Wir haben den neuen Power Airfoil Carbon. Erstens natürlich komplett aus Carbon, was den Skistock extrem leicht macht. Zum Zweiten ist er aerodynamisch geshaped, das heißt, er wird nach hinten schmäler. Und eigentlich die neueste Technologie ist eben folgende. Wir haben ganz spezielle Schlaufen. Wenn ich in diese reinschlüpfe und ich stürze, dann kann ich auslösen und dadurch kann ich meinen Skidaumen vermeiden. Was kann man von K2 noch so in den nächsten Jahren erwarten im Skibereich? Wir werden uns nach wie vor in der Hinsicht weiterentwickeln, weiter natürlich auch mit der Konik und Charger Serie. Aber wir haben natürlich auch die Pinnacle Serie im Freeride-Bereich sehr stark ist. Und ja, ich denke, dass wir da hier auf einem sehr guten Weg sind und auch in Zukunft gut aufgestellt sein werden. Ich wünsche für die Messe alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank. Super. Danke. Tschüss.